Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Wir sind zurück bei John hier in Annisburg und ihr werdet euch erinnern, neben einigen anderen interessanten Dingen habe ich das letzte Mal händeringend meine Lampe gesucht. Und inzwischen habe ich sie skurrilerweise tatsächlich gefunden. Das will ich euch gerne mal zeigen. Wir rufen mal Rachel. Oder warte mal, Dr. McIntosh hat hier noch was zu melden. Seit 5 Jahren ist er jetzt da. Hören wir ihn nochmal zu. Okay, wir sollen dieses Buch lesen. Arthur hat es ja genommen. Hat es John gelesen? Hello. Did you read the book? Well, I opened it, but I didn't understand much. That's more than most. Much more than most. It's kind of interesting. Did you like the bit about the baboons causing the downfall of ancient Rome? Yeah. Quite brilliant. Yes, it's one of my more outlandish theories, but it's quite true. I'm thinking of another volume. Another volume of a unifying theories of scientific knowledge. Yes, I know it needs a new title, but I've got a great bit about how this new craze for dental hygiene will make our pets homosexual. Good luck with that. Thank you. Oh mein Gott. Dr. McIntosh. Der kriegt. Thank you. Der kriegt noch einen Nervenzusammenbruch. Partner? Oh nee, das war der Zeitungsverkäufer. Ja, Mann. Und dass er hier 5 Jahre jetzt schon steht und predigt. Our actions, our greed matter. And science will save us. Or it will kill us. For we, this, everything is science. So don't live in ignorance. Okay. Ich werde nicht in Unwissenheit leben, besonders was unsere Laterne betrifft. Aber dazu kommen wir gleich. Wir haben unter anderem, oh Gott, er hört gar nicht mehr auf. Wir haben unter anderem festgestellt, dass wir zu wenig Munition haben und das werden wir jetzt erstmal ändern. Ja, welcome, welcome. Ich brauche ein bisschen Nachschub. Genau, und zwar Munition. Da wollen wir hin. So. Kaufen wir alles auf, was hier an erweiterter Munition möglich ist. Express-Munition, das brauchen wir vor allem. Okay, gutes Geschäft würde ich sagen. Ich hoffe, wir haben jetzt alles, was wir benötigen. Ein bisschen Waffenöl kommt noch dazu und damit sind wir durch. Soweit erstmal damit. Ich hatte zwischenzeitlich gemutmaßt, dass ich mir noch eine Laterne kaufen müsste. Aber nein, es ist. Jetzt kommen wir zum Thema Laterne, wo wir sie nur finden. Es ist tatsächlich so, dass wir sie hier im Pferdeinventar finden. Und zwar bei den Messern. Und das. Also schaut mal, hier finden wir die Laterne. Und das finde ich wirklich merkwürdig. Denn ich hätte schwören können, dass wir mit Arthur diese Laterne immer am Mann hatten, dass wir jederzeit sie zücken konnten. Aber ganz offensichtlich ist es bei John anders. Hat ja jeder auch so seine Macken und Marotten. John hat offenbar die Laterne in den Satteltaschen. Und das war mir nicht bewusst, vor allem auch nicht, an welchem Platz sie ist. Okay, Leute, das bedeutet, wir machen jetzt zweierlei. Wir kehren jetzt erst einmal, suchen wir diesen Punkt auf. Ich will jetzt nicht gleich es nochmal probieren. Diesen Punkt, es soll ein Grab sein und nachdem ich jetzt hier fallenden Regen getroffen habe, mutmaße ich, dass es dessen Grab, also der Grab seines Sohnes ist. Das ist jetzt meine Einschätzung von Fliegender Adler. Schauen wir mal. Ein gewisser Ritt liegt dort vor uns und ich weiß auch gar nicht, wie wir da oben auf diese Schlucht kommen. Das wird sich dann zeigen. Und danach gehe ich dann noch einmal in diese Höhle. Und versuche noch einmal mein Glück, diesen Schatz nun endgültig zu finden, diesen Giftpfad-Schatz. Ich gebe zu, dass ich, was heißt ich gebe zu, das habe ich ja von Anfang gesagt, dass ich mir auch schon ein paar Hinweise durchgelesen habe, wie man dort vor Ort das findet. Denn nachdem das Ganze nicht geklappt hat und ich mir total unsicher war, da habe ich noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Und die Sache ist wirklich kompliziert. Und ich glaube, ohne eine Laterne hat man da sowieso überhaupt keine Chance bei dieser Sache, um das zu finden. Ich bin mal gespannt, ob ich es mit Beschreibung zumindest finden werde. Wir werden es sehen. Er
erst einmal haben wir anderes vor, wie gesagt. Ein hoffentlich ruhiger Ritt steht uns bevor. Es ist noch vormittags, 10.30 Uhr. Uranuki Ridge. Wir hatten im Abspann fallender Regen haben wir gesehen, wie er gesessen hat an einer Klippe. Ich hätte jetzt in Erinnerung gehabt, dass es mit Blick auf das Meer war. Kennen wir das hier schon? Doch, ich glaube ja, das kennen wir schon. Aber, und da hätte ich gedacht, okay, das ist vielleicht der Ort des Grabes, aber dem scheint nicht so zu sein. Denn am Meer ist das hier nicht. Na, mal sehen. Ich glaube, es ist auf der anderen Seite des Flusses hier. Was sind das für Typen? Morning. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie weit wir noch entfernt sind. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ah, okay, da sind wir. Alles klar. Das heißt, dort oberhalb, möglicherweise auf diesem Felsen dort, dort könnte es sein. Dann stellt sich natürlich die Frage, ach ja, hier ist die Eisenbahnbaustelle gewesen, alles klar. Stellt sich natürlich die Frage, wie wir dort hochkommen. Ich meine gesehen zu haben, dass es dort hinten flacher ist. Versuchen wir dort mal hochzureiten. Das ganze Camp ist auch verschwunden. Logisch, ist ja schon lange her. 5 Jahre her, dass hier gebaut wurde. So, kommt Rachel da hoch? Sieht ganz gut aus. So, und jetzt hier. Ja. Da haben wir die Anhöhe eigentlich schon erreicht. Aber wie krass muss man diese Landschaft jetzt erkunden, um ohne Hilfe diese Gräber zu finden? Da ist es tatsächlich. Vielleicht ist es doch der Ort, den wir am Abspann gesehen haben. Müsste man sich nochmal angucken. Und da ist es, das Grab von... Nein! Es ist das Grab von Susan. Ja, natürlich. Susan Grimshaws Grab. Ja, auch nachvollziehbar. Alles klar, ich hätte jetzt... Weil natürlich, das ist auch hier in der Nähe gewesen. Unser Camp, es lag... Wo lag es eigentlich? Wow, der Ausblick von hier ist ja fantastisch. Unser Camp war hier oben. Ein bisschen weiter nördlich. Au, okay. Möglicherweise gibt es gar kein Grab von Fliegender Adler. Das könnte natürlich sein. Beziehungsweise ist es uns nicht bekannt. Es wird es sicher geben. Na, mal sehen. Ich lasse mich in dieser Hinsicht mal überraschen. Ja, die gute Susan, sie hat ja in gewisser Weise auch ein bisschen Schuld auf sich geladen. Denn sie hat die Partnerin von Dutch, mir ist gerade ihr Name entfallen, die hat sie ja erschossen. Aber dann hat sie sich gegen Micah gewandt, wenn ihr euch erinnert, am entscheidenden Punkt und wollte Micah erledigen. Und er wäre aus der Nummer, glaube ich, auch nicht rausgekommen, aber da kam gerade jemand. Ich glaube, ich weiß gar nicht, waren es irgendwie die Pinkertons oder von irgendjemand wurden wir verfolgt. Auf jeden Fall gab es dort eine Ablenkung. Susan hat sich weggedreht und dann hat Micah sie erledigt. Und ich weiß gar nicht, ob bekannt ist, wer sie hier begraben hat, aber ein wunderbarer Ort. Und was ich auch gelesen habe, dass Susan tatsächlich mal verliebt in Dutch war und die zusammen auch für eine gewisse Zeit ein Paar waren. Aber dann hat irgendwie Dutch das Interesse verloren und ja, Susan ist aber da geblieben, hat ihre Rolle irgendwie ausgefüllt oder sich eine neue Rolle gesucht. War so ein bisschen verbittert, hatten wir immer mal mitbekommen, als sie mit Mary Beth gesprochen hat, wenn ihr euch erinnert, was Schönheit ausmacht und wie vergänglich das Ganze ist.
Na gut. Okay. Ah, doch, warte mal. Ich habe mir hier Notizen gemacht und da steht, aber ich weiß gar nicht, wo man das finden kann, dass Susan von Charles begraben wurde. Okay, der hat sich also drum gekümmert. So, gut, dann hätten wir das besucht. Jetzt geht's wieder zurück hier runter. Nochmal in die Höhle. Diesmal mit Laterne. Und die erste interessante Frage wird sein, warum mache ich da eine zweite Markierung? Die erste Frage wird sein, wie kommen wir dorthin? Ohne uns jetzt hier die Beine oder unserem Pferd die Beine zu brechen. Gibt es hier eine Möglichkeit? Nee, der Abstieg ist steil, aber hier geht es doch irgendwie etwas sanfter hinunter. Ja, das geht schon mal. Ich werde jetzt keinen riesigen Umweg. Ach, schaut mal, aber dieser Teil des Schienenbettes, der ist dann jetzt wirklich auch noch fertiggestellt worden. Nach dieser Zeit. Ah, guck mal. Hier, das ist angeschlossen worden an den Teil, an die Emerald Station. Sehr interessant. Gut, wir wollen aber hier hin. Wir wollen runter zum Pool. Runter zum Wasserfall. Und können wir hier relativ gut runterreiten? Es sieht ganz gut aus, als ob wir auch von hier ran kämen. Na dann, wollen wir mal. Diesmal also mit etwas mehr Licht. Zum dritten Mal also in diese Höhle. So. Also, greifen wir zur Laterne. Und versuchen unser Glück. Gespannt. Wir können uns vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen genauer umschauen. Boah, die ganzen Ratten hier. So, genau. Und was jetzt, was ich gelesen habe, ist, dass man hier offensichtlich irgendwie runter muss. Das ist der entscheidende Punkt. Und die Frage ist, wie und wo. Hier scheint man sich durchzwängen zu können. Ah ja, tatsächlich. Okay, also hier, das ist der Weg, den ich in der Dunkelheit natürlich nicht gefunden habe. Auch wenn diese erleuchteten Kristalle einem da vielleicht einen Hinweis drauf geben. Oder ist das der Weg? Ich weiß es nicht. Möglicherweise doch nicht. Nee, das ist Quatsch. Oder warte mal, geht der Weg hier noch weiter? Ah ja, hier, schaut mal. Oh Gott, Wahnsinn. Krass. So. Hier teilt sich das jetzt auf. Okay, also hier kommen wir auch mit der Karte, glaube ich, überhaupt nicht zurecht. Hier sind noch Leichen. Naja, wir erkunden mal beide Seiten. Oho. Hier finden wir noch irgendwie ein Lager. Also jetzt wird es ja richtig interessant. Schatulle wird erstmal geplündert. Ein großer Schmuckbeutel ist da drin. Und ansonsten ist da eine Ratte. Schaut mal, da hat sich eine Ratte in der Konserve verklemmt. Oh mein Gott. Gut, es hat jetzt zwei Ausgänge. Wir gehen erstmal wieder hier lang. Von da sind wir gekommen. Da hinten wird es auch noch weitergehen. Schauen wir mal hier. So, all das ist nicht kartografiert. Ah ja. Und jetzt wird's lustig, Leute. Denn ich fürchte, wir müssen jetzt im richtigen Moment springen. Laufen und springen,
um dort in dieses Loch zu kommen. Ich glaube, das ist jetzt der Weg, den wir gehen müssen. Ja, das wird so sein. Die Frage ist, kann man eigentlich mit der Laterne laufen und springen? Keine Ahnung. Wir werden es ausprobieren. Wenn es nicht klappt, kann es gut sein, dass wir sterben. Also, mal sehen. Es ist leider kein Assassin's Creed. Mal gucken. Okay, wir sterben nicht. Wir sind nur runtergefallen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt, was ich ihm erzählt habe. Und wo uns jetzt das Ganze hinführt. Können wir hier noch weiter runter? Oh, das sieht aber sehr, sehr düster aus. Oh Gott. Wo gehe ich jetzt hin? Das endet hier. Ah, warte mal. Oder ist das möglicherweise doch der richtige Weg zum Schatz? Hier können wir auf jeden Fall uns hoch. Ja! Tatsächlich, ich musste dort oben gar nicht hinspringen. Das ist der Schatz. Wir haben ihn gefunden. Unter diesen Steinen ist er wohl verborgen. Und was haben wir? 4 große Goldbarren. Und damit ist das Geheimnis des Goldfahrtschatzes gelöst, abgeschlossen. Und wir müssen nur irgendwie zurückkommen. Jetzt habe ich... ich bin jetzt hier runtergesprungen, ohne zu wissen, ob es nicht da oben auch irgendwie weitergeht. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Das ist die große Frage. Wie kommen wir hier raus? Ich kletter nochmal hoch. Kommen hier echt klaustrophobische Zustände. Okay, Entdecker 9 freigeschaltet. Ja, nee, hier geht's offenbar nicht. Hier geht's offenbar nicht weiter. Wir müssen uns irgendwie anders unseren Weg heraussuchen. Und da beginnen jetzt die Probleme. Denn John rutscht hier ab. Nee, jetzt mal ernsthaft. Kommen wir hier nicht mehr hoch? Ich versuch's nochmal irgendwie anders. John versucht das. Shit, Leute. Vielleicht müssen wir von dort oben irgendwie so springen. Gibt es noch einen anderen Weg? Vielleicht ist das auch das Schicksal, dass wir den Schatz finden und dann hier unten sterben müssen. Vielleicht ist das eine große pädagogische Aktion des Spiels, dass man nicht nach Gold suchen soll, dass Gold am Ende in die Dunkelheit führt. Dass es eine schiefe Bahn ist, auf die uns das Gold führt. Die Suche nach Reichtum, die wir nicht erklimmen können und wieder raus können. Leute, was mache ich denn hier? Ich komme hier nicht weg. Vielleicht hier ganz an der Seite. Ja, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Wir mussten echt hier an der Seite das irgendwie schaffen. So, jetzt bin ich hier oben wieder. Jetzt ist die Frage, und nun? Hier sieht es so ein bisschen so aus. Können wir hier hochklettern? Ja, können wir. Und von hier, hier hoch. Ja, das scheint zu gehen. Okay, und jetzt? Kommen wir jetzt irgendwie zurück? Das ist auf jeden Fall der gleiche Weg, als wären wir links gegangen. Führt hier wieder zusammen. Und dort sehe ich Licht. Okay, sag mal. Ah, hier ist die Spalte. Das heißt, hier kommen wir zurück. Alles klar. Hier kommen wir wieder raus. Prima, dann haben wir es geschafft. Das ist aber auch ganz schön versteckt und fies gemacht. Naja, was heißt fies? Ja, schon... Boah. Das ist schon, also das sind schon heftige Verstecke. Schon befriedigend. Wenn man es, es ist ja sogar schon befriedigend, wenn man es mit Hilfe findet. Wie befriedigend muss es sein, wenn man es ohne Hilfe findet? Unter anderem frage ich mich jetzt, wie wir jetzt hier wieder hochkommen. Kann ich mich hier ranhängen? Okay, nächstes Problem. Ist jetzt auch ein Perspektivenproblem jetzt hier. Ich kann aber vielleicht hier so schräg hochgehen.
Hier sieht es so aus, als würde es gehen. Ja. Ja, es sieht zumindest so aus. Komme ich nicht hier lang? Doch. Ganz langsam. Ja, ich komme hier lang. Und hier kann ich mich hochhangeln, ne? Oder? Nee, kann ich nicht. Ich kann aber noch weitergehen. Hier kann ich mich... Ja, hier kann ich mich hochhangeln. Hervorragend. Okay. Und damit sind wir wieder oben. Wisst ihr, und bevor wir jetzt diese Höhle wieder komplett und vielleicht für immer verlassen, will ich erstens nochmal Dosenlachs essen. Zweitens noch irgendwas für die Ausdauer. Kidneybohnen hätte ich auch gleich essen können. Und dann will ich nochmal zurück in diesen großen Raum. Jetzt ist zwar hier wieder Tageslicht, aber ich will mir nochmal diese Felsmalereien anschauen, weil das war ja noch gewissermaßen das dritte Ding, was hier interessant ist. Die waren dort, ja. Das ist schon schön. Irgendwas könnte ich mir vorstellen, könnte hier ja noch sein. Aber eigentlich hatten wir es uns relativ genau angeguckt. Aber jetzt haben wir zum Beispiel Licht hier hinten. Ach, schaut mal. Hier. Was ist denn das für eine interessante Kuh? Die hat so ein Zeichen in der Mitte. Hier sind auch noch Steine. Und hier. Ah, wisst ihr was? Das hat auch jemand geschrieben. Diese Traumfänger, es hängen ja in der Welt irgendwie so 20 Traumfänger, die man finden kann. Die haben irgendwie hier einen Zusammenhang. Ich weiß aber nicht genau, welchen und was passiert. Ich werde diese Traumfänger-Quest auf keinen Fall machen. Das ist mir zu aufwendig, ja jetzt irgendwie noch überall rumzureiten und 20 davon zu finden. Ihr könnt es gerne schreiben, falls es noch irgendwie einen tiefergehenden Zusammenhang gibt. Oder irgendwie noch eine spannende, mystische Geschichte, die mit den Traumfängern zusammenhängt. Jetzt sind wir sowieso in der Spoiler-Phase. Insofern ist das schon sehr in Ordnung. Okay. Gut, prima. Dann können wir dieses Geheimnis auch als gelöst betrachten. Noch immer ärgert es mich, dass hier Tageslicht ist und man es nicht schafft, hier hochzuklettern. Kann man nicht vorstellen. Das sieht wirklich so aus, ne? Als käme man hier hoch. An dieser Stelle sind wir das letzte Mal, glaube ich, auch runtergefallen. Aber es soll verhindert werden. Egal, wir haben die Sache mit dem Giftschatz gelöst. Und das ist auch schön. Hier hinten sieht es auch noch so aus wie ein Weg. Hier ist auch noch irgendwas ein bisschen am Felsen, aber es ist nur blau. Ne, ich glaube, hier ist nichts mehr Besonderes. Alles gut. Jetzt will ich hier nicht noch mehr Dinge hinein geheimnissen, als sie hier sind. Wir verlassen jetzt diesen Ort endgültig. So. Uiuiui, okay. Jetzt habe ich es ein bisschen überschätzt, was John hier sprungtechnisch drauf hat. Warten wir durch dieses giftige Wasser zurück. Und Gott sei Dank begleiten uns die Ratten. Dann sind wir nicht so einsam. Okay, draußen ist noch Tag. Das ist hochgradig erfreulich. Puh, viel gelernt. Warum fallen hier eigentlich immer tote Fledermäuse von der Decke, wenn wir hier kommen? Hat wahrscheinlich alles mit dem Gift zu tun, oder? Möglich. Okay, wir sind wieder in Freiheit. Wir können die Laterne jetzt erstmal wegstecken. Rachel müsste auf dieser Seite des Flusses auf uns warten. Die Sonne geht schon fast unter. Wie ich feststellen muss. Aber die Frage ist, ob wir noch eine Geschichte uns vielleicht anschauen können. Ja. Vor Einbruch der Nacht. Und ich denke, ja, wir können das erstmal als erledigt betrachten und werden mal hier den Fluss hochreiten, denn
Ich habe gelesen, dass man hier diesen verrückten Prediger oder sowas antreffen kann. Nochmal. Den wir in der Nähe von Strawberry das letzte Mal gesehen haben. Kann ich hier rüber reiten oder schwimmen? Ja, Rachel kann ja auch schwimmen. Schöner Regenbogen hier. Hier kommen wir nicht direkt am Fluss entlang. Wir müssen hier oben ein bisschen oberhalb reiten zu dieser Position. Neblig ist es jetzt geworden. 17.48 Uhr. Der Fluss ist tief unter uns. Bin mir nicht ganz sicher, wie weit wir jetzt hier noch reiten müssen. Da ist noch eine Ecke. Nee, wir brauchen noch nicht abknicken. Erstmal hier, wartet, hier geht der Pfad entlang. Genau. Der führte doch zu unserem ehemaligen Lager, oder? Das muss ganz hier in der Nähe unseres ehemaligen Lagers sein, wenn ich das richtig sehe. Ach, hier ist es ja auch schon. Wir lauschen mal, ob wir wieder irgendwas hören. Ja! Oh nein, nicht das noch. Komm raus da. Back in the base, die haben echt wieder diese Höhle besetzt. Ey, ich fass es nicht. Okay, wir müssen da rein, Leute. Ja, wir haben nur ein Gewehr, egal. Mit dem schaffen wir es auch. Die haben schon wieder hier entsetzliche Massaker. Ich sehe zwar nichts. Haben wir im Notfall jetzt die Lampe? Ja, wir haben sie. Okay, gehen wir da weiter rein. Munition ist genug da. Expressmunition ebenso. Oh, 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 oh. Oh, oh, das geht aber hier richtig zur Sache, Leute. Uiuiuiui. Auch noch nicht gewesen. Ja, schmeiß dich gleich mal hin. Der lebt noch. Oder? Da unten ist einer. Uiuiuiui. Okay. Das scheint es gewesen zu sein.
So viele Patronen, die nachgeladen werden müssen. Ernsthaft, die Muffrey-Brut hat sich hier echt nochmal komplett ausgebreitet. Wer hätte das gedacht? Aber die werden wir jetzt nicht plündern. Die hauen wir hier wieder ab. Zum Befreien ist jetzt hier niemand mehr. Wir könnten auch den anderen Weg hinausnehmen, aber wir haben Rachel hier auf der anderen Seite stehen. Gehen wir jetzt mal hier lang. Mann, 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 das waren noch viele. Mit der Pumpgun wäre es zugegebenermaßen einfach gewesen. Oh Gott, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Das war aber einfach nur der Baum oder so, der sich draußen bewegt hat. Das plötzliche Tageslicht. Oh mein Gott. Und es ist Abend geworden. Nacht geworden. Es regnet. Schade. Na gut, dieser Ort war eh nicht mit besonderen Erinnerungen verbunden. Insofern werde ich mich jetzt hier auch nicht länger aufhalten, sondern mich von euch an dieser Stelle verabschieden. Wir werden weiter nordwärts reisen. Das nächste Mal, wir werden hier suchen nach diesem verrückten Prediger und dann schauen, was diese Dame hier in Willard's Rest, ob die noch dort lebt, wie es ihr geht. Und hier scheint noch auch noch irgendjemand zu hausen. Und dann geht es, wenn wir das gesehen haben, geht es dann Richtung Westen. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinball.